Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Sunset Overdrive. Wir müssen jetzt mit Walter sprechen. Ich bin ja offscreen ein bisschen durch die Stadt gerannt, habe mal den Multiplayer-Modus ausprobiert, der nicht ganz so lustig war in dem Moment. Vielleicht war es auch einfach nur, keine Ahnung. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal öfter anschauen müssen, um darüber werten zu können. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen durch die Stadt gerannt, habe ein bisschen an Sachen gesammelt und so weiter und so fort. Und ja, nicht, dass euch wundert, warum ich jetzt plötzlich ein bisschen mehr dabei habe als beim letzten Mal. Wir sollen auf jeden Fall mit Walter sprechen. Das sieht so aus, als hätten wir einen Propeller. Also, was soll denn hier schiefgelaufen sein? Ich reiß mir den Arsch auf, um das Ding zu reparieren. Dann stellst du hinter meinem Rücken einen neuen Propeller her. Willst du meinen Gleiter klauen? Nein, so war das nicht. Ich verarsch dich doch nur. Siehst du nicht, dass ich lache? Haha. Das ist ein guter Propeller. Wir sind beinahe startklar. Wir haben nur ein Problem. Vor ein paar Minuten sind Scabs über den Gleiter gestolpert. Ich habe sie vertrieben, aber sie haben ein Gleiterrad. Gleiterrad? Klingt erfunden. Überleg dir lieber eine Möglichkeit, es zurückzuholen. Und beeil dich, die Scabs kommen bald wieder. Ich warte hier. Benutze den Gleiter, um aus der Stadt zu entkommen. Ich dachte, wir brauchen noch ein Gleiterrad. Ich habe die Scabs auf dem Weg zum Amphitheater gesehen, unten am Ufer. Okay, da holt jetzt das Gleiterrad. Was auch immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung. Natürlich mit, wenn das hier schon so rumliegt. Da ist diese Scap-Bande. Frag mich, wo das Gleiterrad ist. Ich hab das Gleiterrad. Schnell zurück zu Walter, bevor er einen Herzinfarkt bekommt. Oder irgendwas anderes, an dem alte Leute sterben. Keiner kann mich aufhalten. Walter, alles okay? Ich sagte ja, die kommen wieder. Komm rüber und hilf mir, sie abzuwehren. Bin schon unterwegs. Aha! Ich treff nichts. Ist das Walter? Nee, das ist nicht Walter. Verdammt. Tschüss. Okay, es weiß nicht ganz so gut. Hier ist noch einer. Jetzt wieder zurück zum Gleiter. Okay. Hier drüben. Ich bin da. Fisco Gewehrbot. Sicherheitsbots. Sie setzen die Quarantäne durch. Meinst du, sie töten Leute für ein Unternehmen? Werd sie los, sonst können wir den Gleiter nie starten. Ich versuche sie gerade loszuwerden, aber irgendwie ist das nicht so einfach. Munition des Ziels aufgebaut. Ich habe irgendwie das Gefühl, Feuer ist ja besonders effektiv gegen die komischen Odds. Das wurde uns ja bereits gesagt. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, als wenn Feuer besonders schwach gegen diese Roboter wäre. Die hält auf jeden Fall eine Menge aus. Und wir nicht. Wie man gerade sieht. Ja, natürlich lässt er jetzt Leben fallen, nachdem wir gestorben sind. Super. Verdammt, wer sind diese Typen? Fisco Agents, automatisierte Sicherheitsbots. Sie setzen die Quarantäne durch. Du meinst, sie töten Leute für ein Unternehmen? Werd sie los, sonst können wir den Gleiter nie starten. Sie sind beschädigt. Auslöschen. Ja.
Okay. Hi. Ach, jetzt fiel ich doch auf den Typen da drauf. Verarschen? Der Eisen. Noch irgendwer hier? Ah, da. Gut, ich denke mal, die Viecher werden noch nervig werden. Und ich denke mal, das wird nicht funktionieren. Flieg rüber zur Brauerei. Die Schornsteine dort können uns genug Auftrieb für die Flucht geben. Okay, und wie fliege ich auf und ab? Gut zu wissen, danke. Noch irgendwas? Okay. Ich hab das Ding leicht bewaffnet. Probier's mal aus. Wo müssen wir denn hin? Wir sind in die andere Richtung. Warum waren denn hier die ganzen Ballons? Boah. Wie geht's zur Brauerei? War ich da nicht eben sogar? Hätte ich denn hier die Schornsteine gemusst? Ja, ich bin da nicht reingekommen. Super. So, jetzt kann ich da hinten hin. Ja, klasse. Ich glaube, ich soll eigentlich dem Kram hier folgen. Weil uns das wahrscheinlich Energie zurückbringt. Die da unten, die ja beim Aufsteigen immer ein bisschen runter geht. Ja, tatsächlich. Ja, das war gut. Ja. Komm. Ich hab's jetzt kapiert, wie es geht, also mach hin. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Luftballons da waren. Flieg rüber zur Brauerei. Die Schornsteine dort können uns genug Auftrieb für die Flucht geben. Okay, und wie fliege ich auf und ab? Ja, jetzt brauchst du das nicht nochmal alles erklären. Gut zu wissen, danke. Naja, wir können ausweichen, wir können schießen, haben wir kapiert. Ich hab das Ding leicht bewaffnet. Wir sollten nur hoch genug fliegen. So, und das ist bestimmt nicht umsonst bewaffnet. Folge dem Schiff! Was ist das? Das ist ein Fisco-Patrouillenschiff. Bleibt vom Stadtrand weg. Es hat euch erkannt und wird Verstärkung anfordern. Wenn ihr der Mauer zu nahe kommt, schießen sie euch ab. Wer ist das? Ich bin Sam. Und ihr habt ein großes Problem. Was sollen wir tun, Sam? Ihr könnt es nicht abschießen. Es hat Schilde. Aber vielleicht... Vielleicht was, Sam? Hä? Sorry, ich war gerade auf Reddit. Folgt dem Patrouillenschiff. Wenn ihr es durch die Stadt zu mir treibt, kann ich ein Virus hochladen. Aber ihr müsst nah rankommen. Und ich muss den Virus noch programmieren. Okay, wir folgen dem Chef. Nimm das, Cap! War ja auch klar, dass es irgendwie zu einfach gewesen wäre jetzt. Achte auf die Minen! Was für eine Mine? Wieder mit dem Virus. Stör mich nicht beim Programmieren. Ich könnte wirklich einen Donut gebrauchen. Ein Donut würde mir beim Denken helfen. Vielleicht einer mit Schokolade, die sind lecker. Lalala. Ist das nicht entspannt heute hier? Oh, Verfolgungsbienen. Das gefällt mir nicht. Fassrollen wird mir echt übel. Okay, immerhin haben wir so ein Ding hier noch mitnehmen können. Einen Moment, ich muss den Raketenwerfer nachladen.
noch, Sam. Uns läuft dir die Zeit davon. Ich kombiniere nein. Der Linker ist echt langsam. So, wir sind knapp dran. Wir sind fast da, Sam. Ist der Virus bereit? Ja, ich meine, keine Ahnung. Ich meine, glaub schon. Ich habe bisher nur Viren für Regierungswebsites geschrieben, nicht sowas. Was ist das? Hilfe! Es ist groß. Es ist uns im Weg. Na dann. Die Schilde des Schiffs sind unten. Feuer! Ja, doch geklappt. Ja, geschafft! Flieg zum Kraftwerk. Wir brauchen noch einen großen Schub, um über die Mauer zu kommen. Sei nächstes Mal aber bitte nicht so scheiß langsam. Das macht es viel zu dramatisch. Und danke. Gern geschehen. Vergiss mich bloß nicht. Ich meine, uns. Keine Sorge, wir schicken Hilfe, sobald wir aus der Stadt raus sind. Wie ich bereits sagte, das wird definitiv nicht funktionieren, sonst wäre das Spiel jetzt vorbei. Und da wird sicherlich noch etwas schief gehen. Schießen doch irgendwer ab oder so. Oh, das ist eine kleine Fontäne. Das war dann wohl Water. Wir werden dich vermissen. Du alter, verschissener Grießkram. Tut mir leid, Floyd. Ich wünschte, ich hätte ihn retten können. Bleib dir treu, das ist das Beste, was du tun kannst. Mach einfach weiter so. Alles klar? Ja. Hey, Walter hat von so einem Typen gesprochen, namens Brillcream. Er sagte, er wäre der hellste Kopf hier. Wenn du den findest, findet der bestimmt einen Weg hier raus. Brillcream? Was ist denn das für ein Name? Einer, der leicht zu merken ist, schätze ich. Naja, jedenfalls meinte Walter, aus dem japanischen Museum in der Nähe kämen Funksignale. Das könnte sein. Sieh mal nach. Flammengeisierfalle haben wir dafür gekriegt. Plan B. Der Propeller hat wohl nicht so gut funktioniert. Big Trouble in Little Tokyo. Floyd hat gesagt, dass ein Typ namens Brillcream einen Weg aus der Stadt rauskennen könnte. Neue Quest freigeschaltet. Was heißt das denn? Neue Herausforderung freigeschaltet. Ja, gut. Wir machen uns einfach auf den Weg nach Tokio. Ich weiß, wie Walter und ich zusammengekommen sind. Ich dachte einfach, ihr wärt Zwillingsbrüder. So viele Ähnlichkeiten. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Oder war es auf der Zulassungsstelle? Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass Walter mich nicht nach meinem Aussehen beurteilt hat oder nach der Art, wie ich rede. Er sagte, beurteile nicht die Menschen, sondern das, was sie tun. Er war auf dem Zen-Trip, verdammte Scheiße. Und ich liebte ihn dafür. Wir haben viel über dich geredet. Oh, jetzt kommt gleich so eine Charakterszene.
Du hast was Besonderes an dir. Doch es ist hinter deinem ganzen Klugscheißergehabe versteckt. Besten Dank für diese Offenbarung, Freud. Wirklich ein Klugscheißer, oder? Wie ich schon sagte, verurteile nicht die Menschen, sondern ihre Taten. Ich will dir nicht selbst im Weg machen. Hast du gerade einen Philosophen-Emp gekocht oder sowas? Ja. So, dann wechseln wir mal auf eine Waffe, die noch Munition hat. Und schauen uns mal erneut hier in Little Tokyo ein bisschen um. Aber da oben gibt es erst noch mal was, was ich gerne mitnehmen möchte. So. Habe ich gerade eine Kamera gehört. Ich meine, ich habe hier eine Kamera gehört. Ja. Ich sehe aber gerade nur Klopapier. Da. Das war aber, glaube ich, nicht die, die ich gehört habe. Die ist nämlich zu weit weg gewesen, aber egal. Hier ist auch nochmal Klopapier. Also, dieser Brill Cream ist ein Spähexperte und Truppenführer. Er und seine alte Truppe sind bei der Overcharge-Party in der Parade mitmarschiert. Sind wohl alle ins japanische Museum gejagt worden. Was meinst du mit alter Truppe? Das sind keine kleinen Kinder, die Marshmallows rösten und Knoten machen. Sie sind älter und konzentrieren sich auf nützliche Fertigkeiten. Freiwilligenarbeit, Naturschutz und so eine Scheiße. Also quasi das Gegenteil von hier. Hey, das hast du gesagt, nicht ich. So, dann schauen wir mal in das Museum, in das die gejagt wurden. Stück mittlerweile davon. Gar nicht mal so wenig. Und 18 Kameras. So, ich denke mal, hier sind wir richtig. Hallo! Sieh dir diese Fallen an. Schickes Design. Fallen? Ich meine, ich sehe hier ein paar Zäune, aber Fallen. Egal, da vorne sind noch stinkende Socken. So, die wollte ich gerne noch mitnehmen. Und dann können wir da rein. Gesperrt. Ich lasse mich doch nicht von der geschlossenen Tür verarschen. Plan B. Aufs Dach. Aufs Dach. Dann mal aufs Dach. Hier haben wir so einen Fiskerautomaten. Oh, hi. Ah, wir sind wahrscheinlich sogar zu gut gewesen. Ich bin ein Ninja, der in ein japanisches Museum einbricht. Bushido-Truppe? Alles klar. Wie bist du hier reingekommen? Ich suche einen Typen namens Brill Cream. Truppenführer Brill Cream ist verschwunden. Vielleicht kann ich ja bei der Suche helfen. Vielleicht lasse ich dich ja sogar am Leben. Ziemlicher Arsch, was? Hochverrat! Nehmt vor Kim fest und werft sie aus der Truppe! Chill mal, Mussolini. Ich bin der Truppenführer und das ist meine Truppe! Oh, Mann. Sagst du mir jetzt, wo ich Brill Cream finde oder nicht? Du willst Brill Cream finden? Dann musst du tun, was ich sage.
Erfolg, ein japanisches Museum ist der perfekte Ort, um während der Apokalypse alles Lager aufzuschlagen. Ja, dann sag mir mal was. Meine Truppe hat versucht, Brillcream über Funk zu orten, aber die hören nur das hier. Ärzte empfehlen eine tägliche Menge von 17 Dosen Overcharge und... Die Funkstation befindet sich hier. Wenn du alle drei Transmitter am Funkturm zerstörst, steigen unsere Chancen, Truppenführer Brillcream zu finden. Also, könntest du das für uns tun? Na sicher. Bin gleich zurück. Ich bin's, Fizzy, zerstöre die Fizzcom-Sender, die am Funkturm angebracht sind. Langsam wird es. Gehen wir mal hin. Falsche Richtung. Was ist das? Hä? Springe mit Armen. Ja. Einfach so? Ah. Spitze. Cool. Ich musste nicht mal die Komplettlösung lesen. Auch wenn einige Witze hier echt mega flach sind, gefällt mir der Humor des Spiels trotzdem sehr gut. Einfach, weil das sind solche Facepalm-Witze. Das sind keine Witze, wo man wirklich so drüber lachen muss, weil der Witz wirklich richtig lustig war. Das sind einfach nur bewusst solche Witze, wo man sich einfach nur die Hand vom Kopf schlägt und denkt sich so, boah, ey, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Oh, neue Roboter. Fizzcom Klingenblot. Klingenbot.